Metta und Tonglen in den 5 Schritten als Selbstfürsorge-Praxis. Auch schon im Rahmen unseres Projektes Winterstille. Wir dürfen uns etwas mehr auf das eigene besinnen, uns etwas mehr zurückziehen, zumindest uns die Erlaubnis geben, die eigentliche Ruhephase, die der Winter bedeutet, und jetzt wird es ja wohl auch kalt, kälter, auch zu nutzen zur Regeneration. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen, um wache Präsenz, Metta Herzenswärme und Mitgefühl mit der Tonglen-Meditation zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und mitfühlender sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme und des Mitgefühls zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Wir hören oder lesen eine Übersetzung der kurzen Zufluchtnahmeformel. Und wenn wir derweil einfach versuchen, mit unserer inneren Kraftquelle oder spirituellen Inspiration Kontakt aufzunehmen und uns zu wünschen, dass unsere Meditation auch einen gewissen Schutz und eine geistige Begleitung finden kann, dann können wir das jetzt in diesen Momenten auch innerlich tun. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Sinnen wir uns erst einmal, für was genauer wir jetzt Metta und Tonglen kultivieren möchten. Und Achtsamkeit, Metta und Mitgefühl. Worum geht es mir heute Morgen, dürfen wir uns fragen, was wäre wichtig? Was für ein eigener Zustand in Bezug auf den Körper oder die eigenen Empfindungen, die Emotionen, die Lebensthemen. Wählen wir nichts zu Schweres, das wir jetzt herbeidenken müssten, sondern schauen mal nach, was auftaucht, was jetzt ansteht, was sich zeigt. Vielleicht können wir dem, wenn es aufgetaucht ist, sogar einen kleinen Titel geben. Und sagen dafür, darum geht's. Und wenn das jetzt noch nicht passt, vielleicht passt es etwas später in der Sitzung.
Kommen wir erst einmal etwas zur Ruhe, indem wir uns ganz in die Meditationskörperhaltung einfinden. Noch gibt es im Grunde fast gar nichts zu tun, noch nicht einmal eine besondere Meditation zu üben, sondern nur wirklich hier anzukommen, in diesem Raum, auf diesem Platz, im Körper, bei der Atmung, bei unserem Innenleben, in unserem Geist. Sonst hören wir hier immer Beschreibungen der Meditationskörperhaltung. Diesmal könnten wir einfach wahrnehmen und spüren, wie der Körper sitzen kann oder möchte. Denn es ist dieser Körper und vielleicht die Gefühle, die Emotionen, die sich in diesem Körper zeigen, um die es uns ja geht. Liegt es uns gerade? Ergibt es sich von selber, dass wir in einer besonderen Meditationskörperhaltung sitzen können? Dann können wir das tun. Aber wenn wir merken, der Körper möchte ein bisschen anders sitzen oder tut es schon, dann kann das auch das Tor dazu sein, mit dem in Kontakt zu treten, was wir gerade spüren, worum es uns gerade geht. Vielleicht ergibt sich dann später auch eine Körperhaltungsveränderung. Dann nehmen wir erstmal das Körperliche so wahr, wie es sich zeigt. Und dazu dann die Atmung. Der Atem könnte sich als etwas erweisen, das hilft, die Achtsamkeit dorthin zu bringen, wo sie ja gerade hin möchte oder müsste, um dort gegenwärtiger zu sein.
Wir können uns auf eine Ebene des eigenen ausrichten oder auch bemerken, dass da mehrere zugleich sind. Das Körperliche, das, was wir spüren im Körper oder auch irgendwie innerlich. Es gibt ja auch so ein inneres Feeling. So Gedankengänge, die sich vielleicht zu Emotionen zusammenbrauen, gebraut haben. Lebensthemen, die uns irgendwie beschäftigen. Das alles mischt sich ja auch. Wir fühlen vielleicht, was wir denken. Das Körperliche, der Körperempfindungen, aber vielleicht auch tatsächlich Muskeln, Muskelanspannung reagiert auf unsere Geisteszustände. Halten wir damit inne, sitzen einfach da, atmen und werden uns all dessen gewahr, was sich gerade zeigt. Werden wir durch die Achtsamkeit zu einer Art Gastgeberin unserer eigenen Zutaten. Daher kommt dann der Ausdruck, dass wir Emotionen oder vielleicht auch Krankheitsthemen als Gäste in unserem Haus, in unserem geistigen, körperlich-geistigen Haus betrachten können und wir zum Gastgeber, einem freundlichen Gastgeber, einer Gastgeberin, all dessen werden könnten, was gerade da ist, wer gerade zu Besuch ist.
Eine Unterbrechung. Er bedarf sich etwas lockern, um dann weiter sitzen zu können. Wir werden dann Metta und Tonglen ohne Pause aufbauend üben. Jetzt gilt es aus der betrachtenden Perspektive, wo wir mit Achtsamkeit, Freundlichkeit auf den Körper, die Empfindungen, den Geist und so weiter geschaut haben, in eine etwas aktivere Meditation überzugehen. Jetzt tun wir ein bisschen was, nämlich wir versuchen, Metta zu entwickeln. Taucht vielleicht nicht ganz von selbst auf, ja. Wenn man einfach nur betrachtet, sieht man, was man gerade spürt oder was uns gerade durch den Sinn geht, wenn wir Metta und Mitgefühl üben möchten, dann müssen wir ein bisschen was dafür tun. Und zur Entwicklung von Metta, zur Entdeckung von Metta, denn wahrscheinlich ist die Herzensgüte in uns wirklich ganz tief angelegt. Gibt es verschiedene Zugänge? Einer wäre, sich zunächst einmal äußerlich eine Instanz vorzustellen, eine Wesenheit, ein Symbol, etwas Geeignetes, was für uns die Qualität der Herzensgüte in sich trägt. In einem buddhistischen Meditationsraum, dann gibt es immer auch Statuen von Buddhas und von geeigneten Bildern, die an den Wänden hängen, die alle die Qualitäten des Erwachens, des Bodhicitta und damit auch Freundlichkeit, Herzensgüte und Mitgefühl, vielleicht auch andere Qualitäten repräsentieren. Da kann man sich dann einfach etwas aussuchen oder kennt schon etwas, was uns auch in so einem Raum gezeigt wird. Schauen wir selbst in unserem eigenen inneren Repertoire. Es müsste nicht buddhistisch sein, wenn es etwas gibt in unserer Geisteswelt, das dem auch entspricht. Dass das für uns die Herzensgüte, die Freundlichkeit repräsentiert. Man könnte sich natürlich auch an einen herzensguten Menschen erinnern. Das kann man wirklich, das kann auch sehr kraftvoll sein. Dann müsste man aber alle anderen Eigenschaften, die dieser Mensch auch hat, mal ausblenden. Oder was dann noch so bekannt ist über diesen anderen, sie oder ihn. Dass wir uns nur auf die Herzensgüte eines Menschen, dem wir vielleicht auch begegnet sind, besinnen und dann stellen wir uns sie oder ihn vor uns oder sogar über uns im Raum vor. Es kann bildlich sein oder nur als atmosphärische Idee, dass da so etwas vor uns oder über uns ist, was wirklich Metta ist, Metta verkörpert.
Wir üben hier zumeist das spontane Auftauchen von einer Metta-Instanz im Herzen, im eigenen Herzen schon, während die traditionellen Anleitungen oft empfehlen, dies erst einmal äußerlich zu sehen. Sodass eine gewisse Bewunderung oder eine Wertschätzung, vielleicht sogar Hingabe entstehen kann. Ein Staunen. Und auch nicht so schnell der Gedanke, das bin ich, das ist in mir, sondern das ist irgendwie da und hier bin ich. Und schau dorthin oder dort hinauf, wo die Liebe ist. Damit sie sich nicht so schnell mit Ego oder mit Begehren, mit Sein oder Haben wollen paart. Ich zitiere mal kurz die ganz klassische Anleitung für die Praxis vor dem Tonglen. Da heißt es: Oberhalb meines Kopfes im Raum, nicht allzu weit entfernt, nur eine Ellenlänge, da befindet sich, auf einem Lotus und Mond sitzend, eine Wesenheit, die alle Qualitäten von Mitgefühl und Weisheit verkörpert. Am besten stellt man sich eine ideale Wesenheit vor, die nicht beeinträchtigt ist von irgendwelchen weltlichen Eigenschaften oder Schatten. Und wenn es nur ein Symbol ist, vielleicht nur der Lotus, nur der leuchtende Mond, nur eine Sonne, nur der Raum, der hell und klar ist. Und dann wünsche man sich auch selbst im eigenen mehr Freundlichkeit, mehr Güte, mehr Metta, mehr Bodhicitta zu entfalten. Und der Wunsch möge ganz stark werden. Möge es mir gelingen, auch in mir, in meinem Herzen, die Kräfte von Güte, Freundlichkeit, Herzensgüte, Mitgefühl zu entfalten. Und dann kommt das, was wir bisher äußerlich sahen, in uns hinein. Man könnte das regelrecht visualisieren, wie es sich zu einem Lichtstrahl oder einem Wärmestrahl kondensiert und sich in uns, also den Körper, unser Wesen hinein ergießt oder hineinströmt und dann wieder oder jetzt auf Höhe des Herzens irgendeine Form aus Licht und Wärme annimmt. Jetzt ist diese vergegenwärtigte Instanz in uns hineingekommen und weckt hier unsere ganzen Herzenswärmekräfte.
Und diese entfalten sich jetzt von hier aus, auf der Höhe des Herzens, im Inneren des Oberkörpers, als Wärme und Licht und beleuchten und bestrahlen und versorgen auf diese Weise all das, was wir eben in unserer Achtsamkeitsphase der Praxis gesehen hatten, gespürt hatten. Die Güte, die Freundlichkeit leuchtet auf unseren Körper oder bestimmte Körperregionen. Und auch unsere Empfindungen, Gefühle, Emotionen, Gedanken, Sorgen, Ängste, Probleme werden auf diese Weise von innen heraus mit Metta, mit Herzensgüte beleuchtet und versorgt. Die Meditation ist zunächst mental, also auf geistiger Ebene. Inwieweit sie nun zu einem Metta-Gefühl wird, das hängt wohl von einigen nicht so richtig kalkulierbaren inneren oder vielleicht auch ein bisschen äußeren Umständen ab. Aber das könnte passieren, dass wir auch eine Art freundliches, gütiges Metta-Gefühl in uns bemerken können. Dass wir spüren, wie wir unsere eigenen Themen, seien sie körperlich oder gefühlsmäßiger Art, doch irgendwie nicht mehr ablehnen, sondern zu mögen beginnen. Oder wirklich so eine Art Wärme. Selbst in das, woran wir leiden oder was uns schwerfällt, hineinströmt, strömen kann. Dass wir uns beginnen, irgendwie wohl zu fühlen mit unseren Sorgen. Selbst eine Krankheit nicht mehr so weh tut, sondern einfach da ist und gleichzeitig eine Gelegenheit bietet, Wohlwollen und Güte in uns zu spüren und zu entfalten. Oder andersrum, zu entfalten und zu spüren. Eine Liebe könnte das. Das kennen wir auch aus Liebe zwischen Zweien oder zwischen mehreren. Wenn da
Liebe ist, dann fühlt sich vieles ganz anders an. Weder bei Metta noch bei Tonglen, was jetzt gleich noch in ein paar Minuten angeschlossen werden kann, versuchen wir die Dinge, die da sind, wegzumeditieren, sondern mit ihnen zu meditieren. Wir nehmen das wahrgenommene, Gespürte zum Anlass, darauf unsere Herzensgüte und unser Mitgefühl auszurichten. Es müsste also da sein, damit wir überhaupt üben können. Unsere Gäste müssen anwesend sein, sie müssen überhaupt gekommen sein, damit wir sie bewirten können. Sonst blieben die Teller leer, die Tassen und die Gläser. Ja, und wenn es jetzt etwas Stärkeres gibt, was sich durch die bloße Beleuchtung, Bestrahlung mit Metta nicht so ganz wahrnehmen und versorgen lässt, dann bietet sich die Tonglen-Atmung an, um da noch etwas tiefer in das eigene hineinzuschauen. Die würde uns sagen, nun richte wirklich mal die ganze Kraft der Achtsamkeit auf das aus, was für dich schwierig oder unangenehm oder lästig oder leidvoll ist. Schau dahin, spüre da hinein. Wecke gleichzeitig oder halte gleichzeitig dein Metta-Herz wach. Nutze jetzt die Atemverbindung zwischen Herz und dem, was da ist. Stelle eine Verbindung her. Und atme jetzt ganz traditionell gesprochen dein eigenes Leid ein. Zeige es deinem gütigen Herzen, sodass es antworten kann. Und atme das, was dann aus dem Herzen hervorkommt, aus. Und wenn es auch wiederum zuerst nur eine Vorstellung ist. Vielleicht wird sie dann auch später, nach ein paar Atemzügen, zu einem Gefühl, zu etwas, was wir spüren können. Es muss nicht sein, aber es könnte sein. Das eigene Leid annehmend einatmen. Das weckt Metta noch einmal mehr. Helligkeit, Wärme scheint auf, strahlt aus. Diese atmen wir aus. Direkt in das hinein, was der Zuwendung bedarf.
Das, was wir einatmen, darf schwer, dunkel, rauchig, grau, schwarz sein. Das, was wir ausatmen, ist leicht, erleichternd, hell, leuchtend, klar, warm. Das Metta-Herz liebt in das eigene Schwere, Leidvolle hinein. Das Metta-Herz wächst an den eigenen Schwierigkeiten. Das kann es oft nicht, deswegen üben wir es ein wenig. Statt an sich selbst zu scheitern, üben wir an uns selbst zu wachsen. Metta und Mitgefühl wachsen zu lassen. Vielleicht durchaus mit der Motivation, es auch anderen anbieten zu können. Wenn es uns gelänge, das eigene Leid zu lieben, könnten wir da nicht auch mitfühlender anderen gegenüber sein? Die Zeit für unsere Morgenmeditation geht allmählich zu Ende. Schauen wir mal, wo wir mit unserer kleinen Meditationsreise angelangt sind. Jetzt könnten wir auch unsere Gäste wieder freundlich entlassen. Vielleicht möchten sie ja da bleiben, weil sie sich bei uns mittlerweile so wohl fühlen. Oder wir können sie auch zur Tür hinausgehen sehen und vielleicht sagen wir ihnen, ihr könnt ruhig wiederkommen. Ich werde dann mit euch wieder Metta üben und Tonglen. See you soon. Dann lösen sich alle Bilder, alle Vorstellungen und auch das, was wir versucht haben hier anzuschauen, wieder ganz aus unserem Geist auf. Wir verweilen noch einige Momente in so einem Raum, frei von Vorstellungen und Übungen. Und solche auf andere ausgerichteten Gedanken drückt nun auch unsere abschließende Rezitation aus, mit guten Wünschen und einer Widmung abschließen. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, wacher Präsenz, Herzenswärme und Mitgefühl, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden.
mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.